Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eisengolem vs. Monster. Und diesmal tritt der Eisengolem gegen einen legendären Mob an. Und zwar gegen den Enderlord vom Legendary Beast Mod. Also er kann eigentlich nur legendär sein, wenn der Mod schon Legendary Beast Mod heißt. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal hier direkt mit der ersten Runde an. Und zwar mache ich natürlich mal wieder hier mehrere Runden. Erst ein 1 vs 1 und dann, je nachdem, wie stark der Mob ist, mache ich dann so, also entweder 3 vs 1 oder so weiter. Versteht ihr natürlich mal schon. Und ich würde sagen, ich fange jetzt hier erstmal mit dem 1 vs 1 an. Hier Enderlord und hier drüben den Eisengolem. Also das ist der Enderlord, wenn ihr den noch nicht kennt. Hier gucke ich den an. Oh, der hat so einen Stab in der Hand. Was geht bei ihm eigentlich? So, und hier spawne ich den Eisengolem. Das erste Battle beginnt. Enderlord gegen Eisengolem. Der Enderlord hat 300 Leben und der Eisengolem nur 100. Oh mein Gott. Oh, und der teleportiert sich herum. Um den Eisengolem herum. Das kann doch nicht Gutes heißen. Das kann nichts Gutes heißen. Das kann nichts Gutes heißen. Und er tötet den Eisengolem. Mit 157 Leben hat er noch gehabt. Okay, das war schon mal ein gutes Battle vom Eisengolem. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt größere Geschütze auf. Also bis gleich. So Leute, und da bin ich auch schon wieder. Ich spawne jetzt 2 Eisengolem gegen einen Enderlord. Und da sollte es ungefähr fair sein. Weil gerade eben hat er noch 157 Leben gehabt. Und zusammen schaffen die den dann vielleicht zu besiegen, den Enderlord. Und ich würde sagen, ich spawne jetzt hier erstmal hin. Die 2 Eisengolem. 2 Eisengolem und hier den Enderlord. Und dann kann das Battle auch schon hier beginnen. 2 Eisengolem gegen einen Enderlord. Oh. Er teleportiert sich natürlich mal wieder herum. Ist ein großer Lord von den ganzen Endermen. Beherrscht die ganzen Endermen. Oh Mann, Oh, der erste Eisengolem ist schon tot. 100 Leben hat er noch. Und der Eisengolem noch 55. Kann er das schaffen? Kann er das packen? Ein knappes Battle und... Nein, mit 16 Leben hat er das für sich entschieden, der Enderlord. Oh mein Gott, war ein richtig knappes Battle. Okay, die Eisengolem haben sehr gut gekämpft, aber der Enderlord hat natürlich aufgrund dieses Stabes einen sehr großen Vorteil. Den sticht er natürlich immer in den Po rein. Den Stab. Okay. Und yo. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in der nächsten Runde. So Leute, ich spawn jetzt 10 Eisengolem gegen 5 Enderlord. Ist ungefähr fair. Und ich würde sagen, ich spawn jetzt erstmal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eisengolem. Und hier drüben die 5 Enderlord. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Battle kann beginnen. Alle Eisengolem gehen auf einen Enderlord drauf. Oh mein Gott, der kann doch gar nichts tun. Der kann doch gar nichts tun. Er wird weggekombot. Oh mein Gott. Und nein, ich habe gerade gedacht, der eine Enderlord greift hier ein. Oh Mann, der Enderlord wird in die Ecke gedrängt. Er wird vergewaltigt für noch was. Oh mein Gott, der Enderlord ist tot. Und hat hier was fallen gelassen. Sacred Eye. Oh mein Gott. Und hier drüben versucht den Eisengolem an einem Enderlord. Aber es wird er nicht schaffen. Der erste Eisengolem ist tot. Aber auch der nächste Enderlord. Oh Mann, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Enderlord helfen einfach nicht ihrem Kameraden. Sie spielen Ping-Pong mit ihm. Er fliegt einfach hin und her. Und die Eisengolem suchen sich das nächste Opfer. Der Enderlord, der macht gar nichts. Die machen nichts. Die Brüder werden hier totgeschlagen und sie machen einfach nichts dagegen, dass die Brüder in den Sarg kommen. Oh mein Gott. Der nächste Enderlord ist tot. Hier, der eine Eisengolem versucht sich wieder gegen einen Enderlord. Ihn hat den Übermut gepackt. Und hier drüben, der nächste Enderlord stirbt. Oh, aber ein Eisengolem ist auch tot. Ein weiterer Eisengolem ist tot. Schaffen die das vielleicht noch? Schaffen die das vielleicht noch? Oh Mann. Aber hier drüben ist der nächste Enderlord tot. Und das kann er nicht mehr alleine packen. Vielleicht mit einem Kumpel hätte er es noch geschafft. Aber so ist das natürlich nicht zu schaffen. Und er ist tot. Der Enderlord hat verloren. Die ganzen Enderlords. Sie haben einfach nicht gut gekämpft. Nicht taktisch klug hier agiert. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in der letzten epischen Abschlussrunde. Also bis gleich. So Leute, und da bin ich auch schon wieder in der letzten epischen Abschlussrunde. Und zwar habe ich diesmal hier 50 Enderlords gespawnt. Lass sie gegen 50 Eisengolem antreten. Und ich würde sagen, ich spawn jetzt hier die Eisengolem hin. 50 an der Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48, 49, 50. Und das Battle kann beginnen. Oh mein Gott, guck dir das Battle an. Die Enderlords werden hier wieder in die Ecke gedrängt wie noch was. Oh Mann, die machen ja gar nichts. Die machen gar nichts. Was geht nur ab mit denen? Aber ein paar Eisengolem sterben schon wieder. Oh mein Gott, die Eisengolem sterben schon wieder. Ein Enderlord ist hier oben. Er verbrennt. Was geht nur ab? Oh Mann. Aber die Eisengolem sind nicht mehr so in der Überzahl.
Es könnte knapp werden, dieses epische Abschlussbattle könnte knapp werden. Die Eisengolem sind hier drüben, sind sie noch in der Überzahl hier drüben, aber nicht mehr. Oh Mann. Und die Eisengolem stehen hier erstmal rum. Okay, und hier drängen sie wieder einen völlig in die Ecke. Der wird völlig vergewaltigt in die Ecke. Oh mein Gott. Auf dem Kürbis wird er regelrecht in Stücke zerschnitten. Oh Mann. Und hier, die Eisengolem sind hier ein bisschen über in der Übermacht, aber hier stehen noch die ganzen Enderlords rum. Es könnte knapp werden, das Battle. Oh Mann, oh Mann. Und die Eisengolem sind ein... Ja, die sind jetzt nicht mehr so stark. Weil... Ja, Am Anfang... Oh Mann, und er wurde weggehauen. Am Anfang war es ja so, dass der Enderlord 2 vs 1 gewonnen hat. Aber jetzt... Ja, jetzt ist es ein knappes Battle. Okay, und die Eisengolem, die müssen darüber. Die muss ich mit Schneeballen rüber befördern. Weil die müssen natürlich dem Teampartner helfen. Helfen, genau. Ihr müsst natürlich eurem Bruder helfen. Ihr dürft ihn doch nicht einfach so lassen da. Schnell. Schnell. Kommt alle rüber. Kommt rüber. Schnell. Ihr müsst doch rüber. Euer Bruder ist schon tot. Toll. Euer Bruder ist toll. Tot. Was habt ihr getan? Was habt ihr nur getan? Ihr müsst doch rüber. Komm schon. Genau. Jetzt rüber. Kommt. Rennt alle. Los. Oh mein Gott. 50 Eisengolem gegen 50 Enderlorden. Der schafft's einfach nicht. Oh mein Gott, jetzt das große Battle. 3 Eisengolem, können sie sich behaupten? Gegen diese ganze Anzahl von Enderlords. Oh mein Gott, okay, den ersten haben sie tot. Schaffen sie auch den nächsten? Okay, einer wird hier anvisiert, den sie zu dritt töten. Okay, schaffen die das vielleicht? Es könnte knapp werden. Oh mein Gott, der nächste ist tot. 2! Oh mein Gott, nein, jetzt ist es aus. Ein Eisengolem, schafft er das alleine noch? Wie lange hält er sich auf den Beinen? Wie lange hält er sich? Enderlord! Enderlord! Nein, da ist das Ding aus. Das Ding ist aus. Die Enderlords gewinnen dieses Special. Oh mein Gott. Und da gewinnen die letzte epische Abschlussrunde. So viele Enderlords haben noch überlebt. Oh mein Gott. Das war ein knappes Battle. Oh Mann. Oh mein Gott. Und wer sich jetzt gerade gewundert hat, dass ich 50 gegen 50 gemacht hat, war, dass wenn ich jetzt zum Beispiel 50 gegen 20, also... zum Beispiel 40 gegen 20 gemacht habe, also 40 Eisengolem gegen 20 Enderlords, dass die Eisengolem einfach locker gewonnen haben. Deswegen war das hier schon ein knapperes Battle. Und ich würde sagen, wenn euch das Battle gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und schaut mal im ersten Link in der Beschreibung nach. Da ist nämlich die ganze Playlist von allen Eisengolem vs. Monster Folgen, die ich je gebracht habe auf meinem Kanal. Also schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Leute. Yo, wow.